Der Tesserakt wurde erweckt. Er ist auf einer kleinen Welt, einer Menschenwelt. Sie wollen seine Kräfte nutzen. Doch unser Verbündeter kennt sein Wirken, wie sie es nie vermögen werden. Er ist bereit zu herrschen. Und unsere Truppen, unsere Chitauri, werden ihm folgen. Ihm wird die Welt gehören. Dir das ganze Universum. Und den Menschen, was können sie anderes tun als rennen? Keine Spur, Sir. Direktor Fury, Agent Hill, sind Sie das? Ich bräuchte ein wenig Hilfe. Ich wurde bei der Evakuierung hier eingesperrt. Miss Coulson. Tut mir leid, Sir. Es steht uns wohl etwas Arbeit bevor. Hallo Leute zur neuen Folge. Wir spielen Lego Marvel Superheroes. Lego Marvel Avengers. Mit dabei ist Papa. Hallöchen. Ich habe den Namen direkt vergessen. Ist auch nicht so leicht, weil es jetzt Lego Marvel Avengers heißt. Avengers ist. Weil wir letztes Mal den zweiten Teil durchgemacht haben. Papa, wir wichtig? Müssen kein Geld als haben. Ach stimmt, Entschuldigung. Ja, entschuldigt das Chaos im Hintergrund. Eugene und ich haben hier Papa-Sohn-Abend gemacht, ne Eugene? Ja. Und so ein Tweet erstmal. Hintergrund da bei mir seht ihr vielleicht ein bisschen Fußball. Ich glaube, das spielt Mainz gegen Düsseldorf. Tut aber nichts zur Sache. Wir wollen ein Lego-Spiel. Es sieht man bei mir auch. Stimmt, bei dir auch. Bei dir sogar noch besser. Aber ich komme da gar nicht hoch. Aber ja, ansonsten geht es mit der neuen Spielreihe weiter. Papa, ich baue eine Leiter, du kannst hier hoch. Sehr gut. Ich habe im ersten Teil hiervon, glaube ich, gesagt, zu einer neuen Folge. Ich meinte natürlich zu einer neuen Spielreihe. Wir haben jetzt auch den Tag ein bisschen geändert. Die Spiele kommen jetzt, also Lego-Teile kommen jetzt immer unabhängig von den anderen Teilen. Sonst, die meisten wissen es ja, kommen an einem Tag immer drei Spiele. Immer um 12, um 15 und um 18 Uhr. Papa, ja? Kannst du dich unsichtbar machen? Kann ich? Ja, kann ich. Weil da eine Kamera. Ja, genau. Und ja, Lego läuft jetzt halt an den Tagen, die nicht da sind. Was war der erste oben, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube. An den Tagen, wo die anderen Spiele nicht laufen. Das heißt, morgen kommt ein Lego-Teil, Dienstag kommen dann die anderen Spiele, die wir so spielen. Ich glaube, da ist Dragon Ball, FIFA und Days Gone bei. Was ist das Problem, Sir? Wir wissen es nicht. Dragon Ball? Ich schaffe das Dragon Ball fertig. Hat Dr. Selvig ja, aber es läuft ja gerade. Die NASA hat Selvig keine Testphase erlaubt. Es war kein Test. Er war nicht mal im Raum. Es war ein spontanes Ereignis. Er hat sich selbst aktiviert? Aber jetzt konzentrieren wir uns hier selbstverständlich wieder auf Lego. Was? Agent Calls. Papa? Ja. Was ist das hier auf dem Boden? Was? Alter! Papa, komm mal her. Wo bist denn du? Muss ich das Auto hier kaputt machen oder heilen? Wo bist du? Hier hinten. Wohin? In die andere Richtung. Bist du runtergesprungen? Ja. Ich bin immer noch da oben. Papa, komm mal runter. Was ist das, Papa? Papa, komm mal her, was ist das? Eine Bombe. Das blinkt, das heißt, es kann nichts Gutes sein. Ja, hier, das hier kannst du dann bestimmt kaputt machen. Boah, keine Aufspannung. Eine Rampe. Wird auch getan. Eine Rampe, was? Wir hätten doch einfach das Hindernis entfernen können, aber was weiß ein Stufe 3 Typ wie ich schon? Da steht das Auto unseres Vertrauens. Papa, es ist jetzt auch so anders. Hey, jetzt da ein A.
die anderen Buchstaben, ne? Mhm. Ja, dieses Avengers A, ne? Was sollen wir tun? Ah ja. Überall. Ja, wieso bin ich da jetzt? Wow! Wohl auch eine Möglichkeit, einen Strafzettel zu vermeiden. Vielleicht ein Fährst du dich? Ist doch eigentlich egal, wie viel. Ich war ohne dich, meine. Yippie! Oh, guck, ich bin auch drüben. Wie ist der Energiewert? Er steigt. Wir evakuieren, weil Salvik es nicht abschalten kann. In einer halben Stunde ist der Bereich gerollt. Sir, die Evakuierung Papa, ist wahrscheinlich sinnlos. Ja. Papa, wir müssen kein Geld sammeln, ne? Ja, ich vergesse es immer. Aber ich sammle trotzdem. Papa. Du schmeißt hier mit Bomben rum. Ich weiß. Ich kann dann schneller Geld sammeln. Papa, ne? Guck mal, ich kann auch voll schnell Geld sammeln. Hier kann ja einer hoch, oder was? Achso, nee, ich hab die Dings ausgemacht. Die Kamera. Ah, warte, ich stell mich da drauf. Mach du auf! Alter, ist dein Problem, ich steig doch nie! Ey, was das? Toll. Ich hab die anderen Münzen eingesammelt. Toll. Was kann ich Ihnen über die Joy Dark Energy Mission Facility erzählen? Naja, sie ist streng geheim, also gar nichts. Ich darf nicht erwähnen, dass wir ein Objekt von potenziell unbegrenzter Energie namens Tesseract untersuchen. Oder dass er sich aktiviert hat und wir jetzt die ganze Anlage evakuieren müssen. Das ist alles geheim. Und erst diese Phase 2 Prototypen. Wenn wir die Energie des Tesseracts nicht kontrollieren können, ist wahrscheinlich kein Sicherheitsabstand groß genug. Sorgen Sie dafür, dass die Prototypen der Phase 2 weggebracht werden. Ja, Sir. Erzählen Sie mir was, Doktor. Direktor! Wenn er den Spitzenwert erreicht. Aber eben das wollen wir doch, Doktor. Energie aus dem Weltraum nutzen. Nur kontrollieren können wir ihn nicht. Meine Berechnungen sind nicht abgeschlossen. Haben Sie gesehen, was das Ding aktiviert hat? Der Würfel ist ein Tor zur anderen Seite des Universums, richtig? Türen öffnen sich von beiden Seiten. Sir, bitte legen Sie den Speer weg. Ein glorreiches Ansinnen ist meine Bürde. Die Agenten wirken nicht mehr sehr freundlich. Setzt dieser Typ gerade Gedankenkontrolle ein? Ist das wieder unser Kumpel Loki? Papa, ich komme mich nur ein bisschen an die Map erinnern. Aber ich weiß nicht, was wir machen müssen. Papa. Für mich ist fast jeder Teil gleich. Was? Für mich ist fast jeder Teil gleich. Wow, ich dachte, ich habe jetzt hier was Weltbewegendes gemacht. Was ist das hier? Oh, das Speichern.
Ach, ich kann sogar was bauen, siehst du? Ich bin ganz woanders. Papa. Mhm. Nee, ich bin Mac Chicken gerade. Mac Chicken. Mac Chicken? Ja. Weil Chewy. Mac Chicken. Nick Fury. Aber ich nenne ihn jetzt Mac Chicken. Mac Burger Chewy. Okay, ich weiß nicht. Papa, hier muss man fahren. Warum schießt du? Oh Gott, ich werde abgeschossen. Deshalb habe ich geschossen. Ich wollte, dass er die Kiste auf seine Birne kriegt. Du kannst doch ziehen. Welt, mit vier gedrückt halten. Ja, habe ich. Wovon? Freiheit. Wird es gehen? Wie macht denn deiner das alles mit nur einem Auge? Wie mit einem Auge? Fury hat doch nur ein Auge. Ja. Hier, da kannst du was machen. Ich bin halt ein Geld fahren, kann ich. Achso, okay. Auf jeden Fall ist da was, da kannst du dann was machen. Wenn du soweit bist. Ja. Das kannst du machen. Aber wieso liegt hier eine Banane? Hä? Was? Wo kann ich denn was machen? Da. Coulson hier, was brauchst du? Und was kann ich hier machen? Kannst du gehen schießen? So. Hab ich. Das ist ein Schalter. Aha. Toll, hab ich direkt wieder kaputt gemacht. Das hier muss nicht noch schlimmer werden. Natürlich muss es das. Für weniger komme ich von zu weit her. Papa, wir sammeln einen hier an den Stein übersehen. Weiß ich nicht. Doch. Wo denn? Ja, wir kommen nicht mehr hin. Mit dir das hinten. Ja. Klar, wir kommen da nicht mehr hin. Du hast ein tapferes Herz. Bitte nicht. Das brauche ich noch. Ich bin Loki von Asgard. Wir haben keinen Disput mit eurem Volk. Es kann keinen Streit zwischen Ameise und Stiefel geben. Hast du denn vor, uns zu zertrampeln? Sir, Fury spielt auf Zeit. Ihr fliegt bald alles in die Luft. Nun denn. Wir brauchen diese Fahrzeuge. Hill! Hören Sie mich! Barton wurde umgedreht. Sie haben den Tesserakt. Haltet sie auf! Da hinten stehen jede Menge Gegner. Uff, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, dafür wissen wir jetzt, dass der Feuermelder funktioniert.
Ja, aber die Tür hat sich von selbst verriegelt. Ich bin eine wunderschöne Frau. Ach, das bist du da, der Blondie. Was? Du bist dieser Blondie da. Ich hab da ein Problem mit dem Weg gefunden. Wieso? Ich glaube nicht. Hä, wieso legt meine sich hin, wenn sie schießen will? Achso, jetzt nicht mehr. Jean baller alles nieder. Hier brennt's ordentlich. Hier brennt es ordentlich. Warte, du kannst hier was machen. Oh. Guck mal, hier ist einer drinne. Hier ist Stan Lee wieder. Aber wer kann das kaputt machen? Ich nicht. Wo kann ich denn was machen, mein Junge? Genau vor dir, ja. Hier? Ja. Achso. Ja, Feuer gelöscht. So läuft der Hase. Ja. Der Hase läuft immer gut. Wie weit wir noch das Geld haben wollten. Ein Fahrzeug hätten wir. Jetzt brauchen wir nur noch Feuerkraft. Papa? Ja? Auf aufzuraffen. Wieso machst du alles kaputt? Ich fahr das nicht. Doch. Hey, weil du rumschiebst, alles dann kaputt machst. Hier, oder was? Ja, Papa, ich speichere mal. Rechts, oben rechts. Oh, ja, moin. Der direkt gestorben ist. Er hatte einen Mega-Auftritt. Er dachte, jetzt wird es ein Star. Papa, ich habe gerade einen Stein eingesammelt. Ja? Ja, irgendwie. Sehr gut. Ich bin reingelaufen. Oh, und noch drei blaue in diese kleine Kapsel. Sehr gut. Keine Ahnung, wie wir es immer finden. Mann, ist das das Serienmodell? Ich will, das verstößt doch gegen mindestens 5 Arbeitsschutzregeln. Papa, du musst 3. Ich fahre, du schießt. Wir haben aber schon wieder Blödsinn. Und Olli. Mal sehen, wie stark diese Rolltore wirklich sind. Papa, jetzt muss ich wahrscheinlich schießen. Oder nein? Hill hier. Habe die Verfolgung aufgenommen. Haben wir Erlaubnis zum Schießen? Wiederhole, haben wir Erlaubnis zum Schießen? Ja, schieß einfach. Keine Ahnung, wie das Teil Papa, da, bitte. Ich dachte, sie seien im Außen. Papa, lass Medikit. Einfach zielen, aufschalten und schießen. Hude, hude, Medikit. Papa, du mal vier. Papa, du kannst auch noch schießen. Raketen. Wo sind das überhaupt Feinde hier? Ja. Die Autos müssen wir kaputt machen. Nicht, dass das so arme Zivilisten sind. Oh, oh. Gib ihm alles, was wir haben. Ja, mach ich. Jawohl. Stark, Eugenio. Danke. Hab ihn. Oh Gott. Der dachte sich, nee, mit Eugene lege ich mich nicht an.
schießt du ihn? Weiß nicht. Ich treffe keinen. Aber kann sein, dass ich hinter dir. Ich bin auch gestorben. Du? Ja. Oh oh. Er wirft eine Banane. Ist das auch wirklich sicher? Ah. Komm noch welche, Alter. Was? Die Mission macht direkt Spaß, ne? Was? Das wilde Rumgeballer hier macht direkt Spaß. Ja. Und dir? Ja. Tesseract ist in Händen der Angreifer. Hill? Viele Männer sind noch hier unten. Zahl der Überlebenden unklar. Folgender Befehl. Jeder, der nicht mit Rettungsaufgaben betraut ist, sucht nach diesem Koffer. Verstanden. Wir befinden uns jetzt im Krieg. Hauptsache, der Milchshake schmeckt noch. Besuch von Loki. Jede Menge Punkte, da hast du, glaube ich, die meisten von gesammelt. Ja. Hast du gut gemacht. Danke. Du auch. Aber ich glaube, hat nicht für Avenger gereicht, ne? Oh, 71%. Mann. Agent William. William. Hawkeye. Half-Case, danke. Es wird aber Hawkeye gesprochen. Stan Lee haben wir gesehen, aber nicht gerettet. Na, wir hatten auch keinen Hype bei uns. Ja, stimmt. Oder Thor, der hätte das, glaube ich, auch gekonnt, ne? Ja. Ja, ich würde sagen... Lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben. Das freut uns auch mega, wenn ihr ein Abo da und einen Daumen nach oben lässt. Ich hoffe, bei der nächsten Folge seid ihr auch wieder dabei. Ich habe immer noch Schlafanzug an. Heute ist Sonntag, da gammelt man. So, auf jeden Fall, ich schließe mit der Regina an. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.